So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und es ist passiert, ich habe es gefunden. Was habe ich überhaupt gesucht? Ich werde es euch gleich erklären. Ihr kennt vielleicht noch mein Testvideo von den Krombacher Berliner Luft Bierdosen. Da gab es ja drei verschiedene. Ich habe gedacht, aha, Krombacher ist ja Bier, Berliner Luft ist ja Pfefferminzlikör, die Edelmarke, die sie in den Disco-Toiletten sich immer reinschlürfen. Ne? Nicht der grüne, sondern der durchsichtige. Jetzt haben die eine Kollaboration gemacht. Krombacher hat sich gedacht, wir nehmen jetzt alles, wie Finch asozial, wir nehmen alles und machen es mit jedem wie mit Berliner Luft. Da gab es drei Dosen. Das war einmal hier Peppermint Lime. Das fand ich nicht so gut, weil das hat eigentlich geschmeckt wie ein Radler. Dann hatten wir das Peppermint Peach. Das fand ich nicht so gut, weil das hat geschmeckt wie ein Pfirsichsekt. Aber soll sie wahrscheinlich auch sein. Ich fand am besten das Krombacher Berliner Luft Pfefferminz Original, weil das wirklich die Mischung war aus Pfefferminzlikör und Krombacher Bier. Ich bin jetzt nicht der Krombacher Bierfreund, aber ich fand cool, dass die so eine Kollaboration machen. Letztens mit dem Auto unterwegs gewesen, habe ich gesehen, plötzlich riesiges Werbeplakat für, pass auf, Krombacher macht's ja mit jedem, Krombacher Almradler, weil Krombacher X Almdudler mit Original Almdudler Limonade, haben sie gesagt, nehmen wir euch jetzt auch hier auf die Schippe, wir stecken euch auf die Wurst und sagen, wir und Almdudler, wir sind jetzt so, wir sind Bros. Jetzt habe ich mir da ein Sixpack mitgenommen, weil ich dachte, das ist ja trotzdem ein Radler. Das kann man ja auch mal der Mutter anbieten und Genaya kommt übers Wochenende wegen Restling. Kann man der auch mal eins hinstellen, Pupsi kann mal probieren. Ist jetzt neu, habe ich jetzt gesehen, ich weiß es gar nicht mehr wo. Kaufland wahrscheinlich. Die Flasche ist ja jetzt richtig schön kalt. Ich möchte jetzt mal aufmachen, möchte mir auch in dem super Bier-Tasting Kalea-Glas dann auch anschauen, die Farbe, den Geruch, den Schaum, so ein richtig schönes Bier-Tasting eben machen. Erstmal finde ich die Flasche auf jeden Fall schön, also von dem Etikett, von dem Design, dieses Weiße, wo dann hier Almdudler die Schrift, also Almradler steht und hier eben die junge Maid und der Herr mit dem Körbchen auf dem Fahrrad, mit den Bierbullen vorne drin, das sieht super aus mit Original Almdudler, ein sehr schönes Etikett. Auch der Kronkorken sieht toll aus, das wäre wieder was für die Bierschanker zum Sammeln. Jetzt machen wir das auf, wir schnüffeln mal. Riecht gerade wie ein normales Radler, also vielleicht bin ich auch immer noch erkältet. Jetzt schenken wir es mal ein, das ist hier der Bier-Adventskalender, pass auf. Mach mal so, bisschen schräg halten, ihr wisst ja wie das funktioniert. Das passt, glaube ich, eh nicht alles in die Flasche rein. Oder ich lasse einen kleinen Schluck für mich, dass ich aus der Flasche mal probieren kann. So. Ohne was zu sagen. Ich probiere jetzt einfach nur mal, dass ich den Geschmack schon mal habe. Okay. Dann möchte ich euch kurz das Glas zeigen. Da ist ein bisschen Schaum drauf. Dann haben wir hier eine schöne goldige Biernote. Es ist relativ klar. Es könnte ein bisschen kräftiger von der Farbe sein, aber eigentlich sieht es schön lecker und gesund aus. Pupsi steht jetzt hier an der Ecke, die möchte mal einen Schluck probieren. Deswegen trink mal, sag mir mal, wie es dir schmeckt, was du dazu sagst. Es ist ja auch frisch aus dem Kühlschrank, ihr habt das Glas war auch gleich wieder beschlagen. Sehr süß. Sehr süß. Ist normales Radler denn auch süß? Aber nicht so süß. Ist das nicht immer säuerlich? Also das ist süß, es ist ja mit Almdudler Kräuterlimonade. Merkst du denn, was kräuterlich ist? Nee. Nee. Nur süß. Richtig süßes Süßbier mit süß drin. Da muss ich mir noch schnell zwei weitere Meinungen abholen. Vom Mutter Bier und von der Genaya. Die sind aber draußen, da geh ich raus, dann komme ich rein und dann trinken wir das Glas noch aus. Hallo Jenna, meinst du, wir schaffen es, das Bier aufzumachen, wenn ich dir das Feuerzeug gebe und ich aber meine Hand hier rumlege und das schon mal hier reinklemme und du jetzt nur runterdrückst? Mit Schmackes. Zack, wunderbar. So, den heben wir gleich auf. Jetzt probier mal das Almradler und sag mir mal, wie es dir schmeckt. Gluck, 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 gluck. Sehr sonderbarer Geschmack. So einen Radler hatte ich noch nicht. Schmeckst du denn den Almdudler raus? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, durch diese kräuterliche, weil, wie auch immer, schmeckt das dann die ganze Zeit so. Und schmeckt es auch nach Bier?
Ja, irgendwie schon. Also du schmeckst Bier, du schmeckst Almdudler. Ja, definitiv. Also, so also genauso wie es sein soll. Ja, genau. Würdest du es nochmal kaufen oder sagst du einmal rein? Nee, einmal reicht. Du trinkst lieber normales Radler. Ja, normales Radler oder normal eine Almdudler. Na gut, dann fahren wir jetzt mal hier rüber. Da sitzt nämlich noch eine, die hat Durst. Jetzt heben wir natürlich den Stöpsel auf. Den steckt man nämlich ein für die Bianca. So, meinen Sie, Sie kriegen das auch hin, das zu öffnen mit dem Feuerzeug? Die Dame, ich gebe Ihnen nochmal das Feuerzeug in diese Hand, weil die ist nicht so kaputt wie die andere. Jetzt lassen Sie mich einfach mal das hier reinklemmen. Was halten Sie es denn so blöd? So, die Dame, darf ich die junge Dame jetzt mal bitten, hier dieses Feuerzeug zu nehmen und einmal hier zwischen dem Kronkorken und meiner Hand und jetzt einfach einmal runterdrücken. Oh, den heben wir, gleich wieder auf. Probieren Sie jetzt mal einen Schluck. Oh, das dauert wieder, das dauert. Da sieht man den Unterschied. Ja. Und Bianca, wie schmeckt's? Schmeckt doch ganz gut. Ach, ganz gut. Doch, kann man trinken. Schmeckst du Bier? Also ich finde, das Bier ist nicht, also das merke ich nicht so stark. Nicht präsent? Nicht so, stark, nicht so präsent. Mehr so das Zitrusmäßige. Schmeckt nach Kräuter. Oder Kräuter, ja. Bei ja, Almdudler doch, ist eine Kräuterlimonade Kräuter, und keine Zitronenlimonade, sonst wäre es ein normales Radler, aber es ist ein Almradler mit Almdudler. Aber, nee, schmeckt ganz gut. Von Seitenbacher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bier schmeckt's gut, du würdest es nochmal. Ich habe ja noch 3 Flaschen übrig. Da kannst du zum Restling, kannst du ja noch eins trinken. So. Wie es mir geschmeckt hat, Farbe Urin, das sehen wir jetzt. Jetzt hätte ich fast vergessen, den zweiten Stöpfel noch aufzuheben. Weil die sehen ja auch gut aus hier. Krombacher, Herz und Almdudler. Sag mal, die sind alle oben drauf. Oh, hier für dich. Ach so. Hier, Bianca, sind schon mal deine Stöpfe. Nee, komm hier. Hier habe ich noch so einen gelben Chip, was auch immer das ist. Das sind Taschentücher mit Almdudlergeruch für meine Nase. Hier ist noch ein Handy. Hier ist noch ein anderer Kronkorken. Bitteschön. Hier in der anderen habe ich noch einen Schlüsselbund. So. Jetzt habe ich nichts mehr, zurück ins Studio. So, da waren die Meinungen, die ich dann aber reinschneide. Deswegen weiß ich die jetzt noch gar nicht, weil ich sitze immer noch hier, habe kurz nur einen Cut gemacht und möchte jetzt den Rest einfach nur austrinken. Also, ich bin ja nicht so der Radlerfreund, weil mir das auch immer so, diese Zitronige ist mir immer zu viel, ist mir immer zu sauer. Almdudler Limonade trinke ich ab und zu mal, okay, wenn ich die sehe, aber auch nicht so oft. Die Aktion an sich finde ich cool. Wie bei dem Berliner Luftkronbacher finde ich cool. Almradler finde ich cool. Die Idee. Nochmal kaufen würde ich es mir aber wahrscheinlich nicht, weil, na, weiß ich nicht. Ich bin trotzdem jetzt nicht so der Mischbierfreund oder der Radlerfreund. Werde ich einfach nicht werden. Mal ein naturtrübes Radler ab und zu, das geht vielleicht. Es sieht gut aus, es sieht lecker aus, an heißen Tagen so, eisgekühlt, kann man das ruhig trinken, aber ist jetzt nicht was ich regelmäßig brauche. Finde ich aber trotzdem eine gute Alternative zu den ganz normalen Radlern. Und Almdudler ist halt eine Marke. Ich bin gespannt, ob Kronbacher demnächst noch mehr andere Sachen macht mit anderen Firmen. Hier, Kronbacher und Nimm2. Das Nimm2 Bier mit ganzen Früchten drin und Bonbon, das wäre doch auch richtig cool. Ich werde jetzt noch mal einen Schluck aus dem Glas probieren. Das ist ja eigentlich, ist das nicht die Vuit de Morts? Habe ich noch gar nicht drüber geredet. Die Vuit de Morts war doch immer Bier, Almdudler und Enzian. Jetzt fehlt aber der heftige Enzian-Geschmack, dieses Wurzelige, dieses Erdige und Wurzelige und was auch so richtig knallt. Du hast halt nur Almdudler und Bier. Das ist okay, das ist ja okay, limonadig, bisschen süß, nicht so säuerlich wie anders, aber es flasht mich jetzt nicht so und es hat ja auch nur 2% und deswegen für die Damen, für die Herren, die noch Auto fahren oder für die Leute auf dem Radl, ne, ist das gut, aber ich brauch's wie gesagt nicht nochmal, aber man kann es mal trinken und wenn ihr das schon getrunken habt, dann schreibt mal rein, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Ah.